Servus! Servus! Im heutigen Video haben wir wieder unseren Skoda Octavia. Bei dem wollen wir noch die Radlager tauschen, weil das linke Radlager ist defekt, aber wir werden natürlich beide tauschen. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Das Fahrzeug haben wir uns schon hochgehoben und jetzt werden wir uns erstmal vorne den Reifen runternehmen, damit wir dann vorne am Fahrwerk arbeiten können. Im nächsten Schritt werden wir hier die Bremsanlage ausbauen und dazu nehmen wir uns den kompletten Bremssattelhalter runter. Da müssen wir die ganze Anlage dann separat ausbauen. Und wenn es gelöst ist, kann man hier dann den Bremssattel einfach runterheben. Als nächstes lösen wir uns jetzt hier die Schraube von der Koppelstange. Nachdem die Koppelstange gelöst ist, kann man jetzt hier die Schraube vom Traggelenk lösen, weil der muss auch nach unten weg und dann werden wir vorne noch die Schraube von der Antriebswelle lösen, weil wir den kompletten Federbein ausbauen werden. Also wir haben ja im Zuge von der Tieferlegung noch die Feder da übrig und die möchten wir natürlich da auch mit einbauen beim Radlagerwechsel. So, die Schraube vom Traggelenk ist erstmal hinten gelöst. Jetzt wollen wir uns aber vorne die Bremsscheibe noch unternehmen, dann kann man nämlich schöner dran arbeiten. Als nächstes werden wir uns jetzt hier die Antriebswellenmutter lösen. Da machen wir uns ein bisschen Öl vorher drauf, damit die schön heruntergeht. Weil die Antriebswelle müssen wir nach hinten durchhauen, sonst kriegen wir das nicht raus. Als nächstes werden wir jetzt hier mit dem Dorn drauf gehen, um die Antriebswelle nach hinten durchzuschlagen. Da sieht man das, die Antriebswelle ist jetzt locker. Jetzt kann man hier auf der Seite, bevor wir jetzt das Ding rausziehen, oben noch den Sensor entfernen. Der ist hier noch befestigt und natürlich noch den Spurstangkopf, der muss auch noch weggemacht werden. Und dann können wir den Federbein mit Achsschenkel komplett ausbauen. Dazu nehmen wir uns jetzt hier den Sensor runter, kann man da oben die Kabel wegnehmen. Jetzt haben wir hier noch unseren Spurstangkopf, den entfernen wir uns natürlich auch noch. Jetzt haben wir da mit dem Hammer auf die Achsschenkel drauf, damit der Spurstangkopf nach oben weghüpft. So, jetzt können wir uns da oben die Mutter wegnehmen vom Traggelenk. Nachdem die Mutter gelöst ist, müssen wir jetzt hier wieder mit dem Hammer drauf, damit sich das löst. So, jetzt sieht man, es ist da rausgehüpft. Jetzt kann man oben die Antriebswelle wegnehmen und dann hat man den Achsschenkel schon lose. Müssen wir oben nochmal auf die Antriebswelle klopfen, damit die da raus ist. Und ja, dann ist der Achsschenkel lose. Dann müssen wir oben am Dom noch die Schraube lösen und dann kann man das komplette Federbein mit Achsschenkel ausbauen. So, dazu lassen wir uns das Fahrzeug jetzt erstmal runter, damit wir dann oben das Dom lösen können. So, da werden wir uns erstmal hier die Motorhaube öffnen, weil wir ja hier oben an den Dom müssen. Hier ist jetzt so eine Plastikverkleidung drauf. Die können wir uns da runternehmen. Und dann ist da die Schraube drin, die wir lösen müssen. Da lösen wir uns jetzt hier die Schraube und dann geht das Federbein nach unten weg. Das wollen wir uns natürlich hier das Federbein vom Achsschenkel lösen. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Rostlöser her. Das lassen wir jetzt kurz einwirken und dann können wir da die Schrauben runternehmen. So, jetzt können wir da vorne auf die Mutter drauf und hoffen wir, dass die runtergeht. Jetzt gehen wir hinten auf die Schraube drauf, um die ein bisschen frei zu drehen, damit wir den da rauskriegen.
Gut, das war jetzt, wie man gesehen hat, ein bisschen ein Kampf. Die war gut fest drinne. Da kommt natürlich nachher sowieso eine neue rein. Jetzt werden wir uns hier den Achsschenkel hier oben spreizen. Da haben wir so eine Schraube. Und zwar, die haben wir uns selber gemacht. Die haben wir oben ein bisschen abgefächert. Die kann man da reinstecken, dann dreht man die und dann spreizt sich der Achsschenkel. So, und durch die drehende Bewegung geht es hier unten auseinander. Und dann haben wir hoffentlich das Glück, dass wir das Federbein nach vorne durchschlagen können. So, jetzt ist es aufgespreizt und jetzt versuchen wir den Federbein nach hinten durchzuschlagen. Das ging jetzt recht gut sogar. Wie gesagt, hier ist jetzt diese Schraube drauf, die spreizt den Achsschenkel. Ja, und den werden wir jetzt sozusagen sowieso austauschen durch das neue Gerät. Aber heute geht es ja ums Radlager, deshalb werden wir das jetzt hier auspressen und dazu gehen wir an unsere Presse. Den Achsschenkel haben wir uns jetzt hier eingespannt, weil wir müssen das Hitzeschutzblech entfernen. Das ist mit 3 Schrauben befestigt, da müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal runterbringen. Also wir haben jetzt das Problem, dass die 2 Schrauben hier nicht aufgehen. Die ja, müssen wir uns jetzt leider ein bisschen anschleifen. Da werden wir dann eine Mutter drauf schweißen und dann können wir die Dinger ausbauen. So, da legen wir uns dann da die Mutter oben drauf. Da werden wir die da festschweißen und dann kann man die mit der Ratschen runternehmen. So, und so kann man dann sozusagen die Schrauben lösen. Das machen wir da vorne auch noch und dann nehmen wir das Blech runter. So, dann können wir uns das Hitzeblech hier einfach runternehmen. So, wir haben jetzt unsere Presse. Da werden wir uns das Radlager auspressen. Das legen wir uns da drauf. So, und dann holen wir das alte Radlager da raus. So, und zwar legen wir uns jetzt innen hier eine Platte drauf, damit wir das innere Lager erstmal rausdrücken können. Und wenn das draußen ist, kann man das äußere Lager rausziehen. Gut, und schon ist es rausgehüpft. Also hier sieht man jetzt mal die Radnabe, die haben wir jetzt schon mal getrennt vom Achsschenkel. Da ist jetzt hier innen, ist da noch der Ring drauf, den müssen wir uns später noch runterschlagen. Der muss natürlich weg, der ist noch vom Radlager. Und jetzt wollen wir uns aber erstmal hinten vom Achsschenkel das Radlager auspressen. Um das Radlager auszubauen, müssen wir uns hier erstmal diesen Sprengring rausnehmen. Den tun wir uns ein bisschen einölen, dann kann man den da raushauen. Kann man da mit der Zange reingehen und dann kann man die Spange runternehmen. So, dann ist der Sprengring weg. Ja, die gammeln halt immer ziemlich fest in diesen Grenzen. Die machen wir uns nachher schön sauber. Jetzt müssen wir hier das Radlager rauspressen und damit wir das neue da wieder reinpressen können. So, jetzt haben wir den hier aufgelegt wieder auf unsere Presse und zwar dadurch, dass der Sprengring jetzt unten weg ist, kann man den von hier oben nach unten durchdrücken und dann ist das Radlager weg. So, wir haben jetzt den Achsschenkel. Wie man sieht, das Radlager ist jetzt schön rausgegangen. Die Fläche da hinten, die müssen wir uns jetzt schön sauber machen, damit wir das neue Radlager da wieder einpressen können. So, hier ist jetzt das alte Radlager, wie man sieht. Da innen sind jetzt diese Kugeln drin.
die verlieren mit der Zeit sozusagen das Fett und dann laufen die trocken und dadurch gehen halt dann die Radlager kaputt. So, den Achsschenkel, den haben wir uns jetzt hier sauber gemacht, das sieht man ja ganz gut. Die Flächen innen haben wir sauber und genauso wie hier oben für die Federbein. Hier ist jetzt die Radnabe, da haben wir uns innen den Ring schon runtergezogen. Da kommt ja dann später sozusagen das Radlager drauf. So, jetzt haben wir unten das Radlager, der Achsschenkel ist hier oben drauf. Jetzt kommt da oben eine Platte drauf, die da genau reinpasst. Und dann kann man sozusagen auf den Achsschenkel draufdrücken und dann drückt sich das Radlager von unten rein. Um das restliche vom Radlager einzupressen, nehmen wir uns hier das alte her. Kann man das nämlich drunter legen und dann kriegt man das letzte Stück vom Radlager auch noch rein. So, das neue Radlager ist jetzt da drinnen. Da oben kommt dann unser Sprengring, unser neuer rein, damit es halt nicht mehr raus kann. Und da pressen wir dann noch die Radnabe drauf und dann passt es wieder. So, da setzen wir uns jetzt den neuen Sägering an. So, um zu schauen, ob da richtig drin sitzt, gehen wir jetzt da vorne mit dem Hammer ein bisschen drauf. So, wie man gesehen hat, das letzte Stück ist da auch noch reingehüpft und dann ist das fest. So, hier haben wir jetzt die Radnabe, die haben wir ein bisschen eingefettet und da kommt jetzt oben dann der Achsschenkel wieder drauf. Den pressen wir einfach von oben drauf und dann passt es wieder. So, die Radnabe ist jetzt richtig eingebaut, das sieht man jetzt hier. Da sieht man jetzt mal den Abstand zum Sensor. Genau, und dann kann man die jetzt so ans neue Federbein anbauen. So, der neue Stoßdämpfer ist jetzt hier eingebaut, das sieht man jetzt schön. Und hier unten das Ankerblech, das haben wir jetzt auch wieder richtig fixiert. Da haben wir drei neue Schrauben genommen. Genau, und den Achsschenkel mit Federbein, den bauen wir jetzt vorne wieder ein. Da haben wir uns auch eine neue Schraube reingemacht, damit es richtig fest ist. So, das Federbein, das heben wir da unten wieder rein und tun wir das hier oben wieder mit der Schraube fixieren. Gut, das drehen wir uns noch fest und dann ist das schon wieder eingebaut. Ist verbaut, wir haben alles wieder zusammengesteckt und ja, damit ist der Einbau fertig. Jetzt machen wir uns noch die Felgen drauf und dann sind wir fertig für heute. So, das war jetzt mal das Einbauvideo zum Skoda Octavia, das Radlager. Wie ihr gesehen habt, wenn man eine Presse hat, geht es relativ einfach. Die Ersatzteile, die habe ich euch unten mal verlinkt, falls ihr die selber mal braucht. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.